für Kindergala, bei der mehr als 24 Millionen Euro zusammengekommen sind. Und Königin Silvia war auch da. Alle Stars und die großen Emotionen der Show sehen Sie jetzt. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie heute aus Berlin. Hier ist gerade die große Ein Herz für Kinder Spendengala über die Bühne gegangen. Und dieses Jahr hatten wir majestätische Unterstützung. Königin Silvia von Schweden war nämlich hier. Und auch viele andere Promis haben Geld für bedürftige Kinder gesammelt. Und die werde ich jetzt mal fragen, ob sie denn wissen, wie man Königin Silvia richtig anspricht. Also, fangen wir mal von vorne an und gehen auf den roten Teppich. Und hier auf dem roten Teppich der Herz für Kinder Gala ging es wieder glamourös und prominent zu. Für viele hier ist es fast schon Tradition, das Jahr wohltätig ausklingen zu lassen. Aber ein Ehrengast war dann doch etwas ganz Besonderes. Königin Silvia von Schweden beehrte die Charity Gala mit ihrer Anwesenheit, um Geld für ihre Stiftung zu sammeln. Für die meisten hier eine große Ehre, ihrer Majestät einmal so nah sein zu dürfen. Oh, du, also dass ich in einem Raum mit dieser Frau, die eine so tolle Organisation für Kinderschutz gegründet hat, zusammen sein darf, ist... Ich habe Taschentücher eingepackt dieses Mal, genügend. Königin Silvia ist heute hier. Wie macht man das denn ordentlich so, ne, die Etikette, weißt du das? Jetzt, wo es angesprochen wird, bin ich gerade selber nervös geworden. Andere haben sich da schon etwas besser vorbereitet und schon mal den Hofknicks geübt. So? Egal was passiert, ich mach's mit Liebe. Und auch einige der Promi-Outfits waren geradezu royal. Hier beim letzten großen roten Teppich des Jahres geben alle nochmal richtig Gas. Natürlich für den guten Zweck. Dementsprechend glitzerte und funkelte es, wohin man schaute. Ricardo, schön dich wiederzusehen. Wir passen halt gut zusammen, als hätten wir es abgesprochen. Das stimmt. Ich freue mich auch so, dass so viele Menschen das Thema Paillette durchziehen und alle glitzern und funkeln, genauso wie man es zur Weihnachtszeit möchte. Ich sag mal, wenn nicht heute, wo kann man dann so ein bisschen extra sein? Wir wollen auch extra viel Geld sammeln. Also kann ich auch extra aufbrezeln. So war mein Gedankengang. Das dachte sich wahrscheinlich auch Silvi Mais, die sich fürs Spendensammeln ins luftige Prinzessinnenkleid geschmissen hat. Ich bin selber Mutter. Und für mich ist natürlich super wichtig, dass ich alles machen kann, um das Leben von Kindern in Deutschland, aber auch weltweit zu verbessern, wo ich kann. Der rote Teppich bei Ein Herz für Kinder ist auch immer ein guter Ort, um das Jahrrevue passieren zu lassen, das auch für viele Promis eher ein Auf und Ab war. Wie blickst du denn auf das Jahr zurück? Was war das für ein Jahr für dich? Ich glaube, so wie für alle, irgendwie ein schwieriges Jahr, also mit so vielen... Schwierigkeiten, natürlich den Krieg oder den Angriff Russlands über die Ukraine, aber auch alle Probleme, die wir so haben, auch in unserer Gesellschaft. Und ich bin ja auch Turnierdirektor der Euro 2024 und da hoffe ich mir dann wieder so ein Gemeinschaftsfest einfach, das wieder ein bisschen mehr verbindet und ein bisschen mehr Wir-Gefühl ist, anstatt Ich-Gefühl. Königin Silvia war das royale Highlight auf dem roten Teppich. Aber deswegen vor Freude gleich in die Luft springen, alles eine Frage der richtigen Etikette. Königin Silvia ist heute hier. Weißt du, wie man sie anspricht? Oder kannst du den Diener? Du weißt es ja ganz bestimmt. Was mache ich denn da? Ganz einfach, Ihre Majestät sagen. Auf keinen Fall königliche Hoheit und auf keinen Fall irgendwie so kumpelhaft. Hey, ich meine, ich hab gewusst, dass du vorbeikommst. Also Ihre Majestät, ja? Super. Okay. Also wie zu Hause einfach. Ja, genau, wie zu deiner Frau. Du redest einfach ganz normal mit ihr. Super, und wir schauen jetzt mal ganz schnell rein in die Gala. Denn hier weiß man, wie man eine Königin begrüßt. Willkommen, Ihre Majestät, Königin Silvia von Schweden. Royaler Glanz auf der Ein Herz für Kinder Gala. Und dank ihrer deutschen Wurzeln bekommt sie kurzerhand noch ein paar neue Untertanen dazu. Darf ich deshalb sagen, dass Sie auch ein bisschen unsere Königin sind? Herzlich willkommen auf jeden Fall. Schön, dass Sie da sind. Und dann gibt Ihre Majestät auch gleich das Motto des Abends vor. Kindern muss man helfen, muss man schützen. Und für die Kinder sind an diesem Abend alle versammelt. Ein großes Familientreffen der Prominenz aus Sport, Musik, Politik, Fernsehen, Social Media und Film kurz vor Weihnachten.
Die 81-jährige Senta Berger ist zuvor sogar selbst nach Eritrea gereist. Als Botschafterin der Organisation Archimed besuchte sie eine neu eröffnete Station für Frühgeborene. Es ist eine große Dankbarkeit und ein Glücksgefühl in mir, wenn ich sehe, dass wirklich das, was wir uns als Ziel gesetzt hatten, umgesetzt werden konnte. Nämlich so ein Haus, das eben zum Großteil aus Spendengeldern finanziert worden ist. Dafür bin ich unendlich dankbar und überwältigt und fange gleich an zu heulen. Für Projekte wie dieses sammeln die Prominenten den ganzen Abend über unermüdlich Spenden am Telefon. Gerade hat ein Kind 60 Euro mit der Mutti gespendet aus der eigenen Sparbüchse. Ach, wie süß ist das denn? Ich grüße ganz herzlich. Andrea Berg ist gleich dreifach im Einsatz, telefoniert, engagiert sich für Eltern krebskranker Kinder und singt gemeinsam mit Schwiegertochter Vanessa May. Denn die beiden verstehen sich entgegen aller Gerüchte blendend. Warum sie schon seit Jahren immer wieder hier dabei ist, hat sie uns backstage verraten. Es ist wirklich für mich eigentlich so wirklich jedes Jahr Tradition und da fängt dann auch Weihnachten an, weil das ist ja eigentlich dieses Weihnachten, diese Menschlichkeit, diese Nächstenliebe, die darüber kommt. Wenn wir die Hoffnung und die Zuversicht verlieren, sind wir verloren. Wie werden Sie denn Weihnachten verbringen? Ich werde Weihnachten zusammen sein mit meiner großen Familie, mit inzwischen 3 Enkelkindern, von meinem Mann, nicht von mir. Am Weihnachtsbaum, Kinderlachen, was Gutes zu essen, eine warme Stube und dafür bin ich unendlich dankbar. Vielen Dank. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Werbung, machen eine kleine Pause und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil der Verleihung. Willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im Backstage-Bereich der Ein Herz für Kindergala und bei mir ist Vanessa May. Hallo Vanessa. Du sag mal, es ist hier wieder richtig viel los, wahnsinnig viele Prominente im Panel. Wie findest du, wie ist die Atmosphäre? Total schön. Ich bin echt gerne da und freue mich total und auch den Song nochmal gemeinsam singen zu dürfen mit Andrea war echt schön und wir haben einfach einen schönen Abend hier. Hat Spaß gemacht. Wie ist das mit der Schwiegermutter zu singen, zu arbeiten? Nee, ich habe eine ziemlich coole Schwiegermutter. Das ist ja der Vorteil bei mir. Total toll. Also es ist vor allem auch mal schön, dass man so mit ein bisschen diese Gerüchteküche mal beenden konnte. Sorry an alle Medien, die jetzt leider nichts mehr schreiben können, aber... Und die Veranstaltung läuft ja noch. Wir gehen noch mal rein und schauen noch mal, wie es drin aussieht. Die Gala geht weiter, denn es soll ja noch viel Geld für Kinder in Not zusammenkommen. Und das Tolle ist, wir kratzen an den 10 Millionen und wir gehen hier nicht weg, bevor wir das nicht geschafft haben. Und deshalb liefern die Künstler ein musikalisches Highlight nach dem anderen ab. Selbstverständlich ohne Gage. Vicky Leandros und Roland Kaiser singen gemeinsam den Song »Wozu sind Kriege da?« Wozu sind Kriege da? Mit Blick auf die Ukraine ist das eine der drängendsten Fragen des Abends. Wladimir Klitschko erhält den Preis Das Goldene Herz im Namen aller Helfer. Danke an jeden, nicht nur in der Ukraine, der direkt an der Frontlinie, hinter der Frontlinie die Kinder versorgt. Stellvertretend für euch alle, ihr habt das Goldene Herz. Und er hat es auch. Philipp Lahm besuchte für seine Stiftung den tumorkranken Bjarne. Bjarne geht es heute dank neuer Diagnoseverfahren besser. Und für alle Fälle ist Lahm weiter für ihn da. Alles gut, er hat meine Nummer. Berührend, wie viele Projekte Ein Herz für Kinder unterstützen konnte. Und dringend erforderlich, denn die Not der Kinder ist überall bedrückend groß. Alle 12 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Und das ist eine Zahl, die mich persönlich erschreckt. Ja. Da braucht man einen großen Kampf, den wir da vor uns haben. Dank der vielen Spenden kann jetzt wenigstens weiter geholfen werden. Die Spendensumme, die am Ende der Gala zusammenkommt, hat wahrlich königliche Dimensionen. Denn am Ende dieses großen gemeinsamen Abends haben Sie alle, da ist was, wow, Sie alle zusammen 24.236.721 Euro zusammen. Danke, danke, danke. Allen Mitwirkenden hier ein riesen Dankeschön. Was für ein Bild. Das ist für mich das schönste Weihnachtsgeschenk. Direkt nach der Show bleibt auf der Bühne noch ein bisschen Zeit, um Erinnerungsfotos zu knipsen und ins Gespräch zu kommen. Wladimir Klitschko ist mit seinen Gedanken immer in der Ukraine. Solange der Krieg herrscht in meinem Heimatland, hat man immer dann ein Gefühl der Sorgen, weil morgen kann es schlimmer sein
als heute. Um für notleidende Kinder zu sammeln, saßen die prominenten Gäste 3 Stunden am Spendentelefon. Eine Herzensangelegenheit, da sind sich alle einig. Es ist so schön immer, weil es einen so berührt, dass Kinder spenden. Also wirklich kleine Menschen rufen an und die Leute entschuldigen sich auch, wenn sie nur ganz wenig geben. Ich hatte ganz viele süße Rentnerinnen am Telefon, die trotzdem was geben, obwohl sie selbst nichts haben. Und das ist echt emotional und ich bin eh so rührselig und ich habe auch ein paar Mal geheult. Es war sehr berührend. Also zum Beispiel eine Dame, die hatte 2-mal angerufen und zwar nicht, weil sie aus der Leitung geflogen ist, sondern weil sie so von der Sendung im Herzen berührt wurde, dass sie unbedingt noch mal spenden wollte. Sophia Tomalla wurde sogar selbst aktiv und rief Modedesigner Philipp Plein per Videocall an, um an Spenden zu kommen. Also unter 10.000 ist nichts. Okay, wir machen 30.000. Wow. Auch Sängerin Katja Krasewice zeigt sich großzügig und spendet sogar unglaubliche 100.000 Euro. Kinder sind mir immer schon wichtig gewesen. Meine Kindheit war nicht einfach. Ich habe sehr viel gelitten. Hätte mir auch geholfen, dass mir Menschen helfen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Menschen zu helfen, dann will ich auch richtig helfen. Und deswegen 100.000 Euro. Doch ganz egal, ob große oder kleine Summen, jede Spende hilft. Ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen und die waren auch großzügig. Ich habe relativ gut gesammelt. Ich glaube, ich habe 5.000 Euro eingesammelt. Von 2 Euro bis, ich glaube, bei mir waren es 300. Das war der größte Betrag. Natürlich noch 250, 100 Euro, 50, so viel dabei. Und das ist wirklich toll, das zu erleben. Da spenden manche Leute 27 Euro genau. Da denke ich mir, wie süß überlegt. Da war bestimmt ein Gedanke dahinter. Dann gibt es natürlich andere, die 3.000 Euro spenden. Aber es geht ja darum, dass alle Spenden zusammen am Ende einfach so viel bewegen. Sophia Thiel ist von den Socken und einfach alle sind begeistert von der Spendenbereitschaft, trotz des schwierigen Jahres. Du, sag mal, wie war das für dich dieses Jahr? Das war ja ein besonderes Jahr für alle. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Und wenn du da vorne auf der Bühne stehst und die Leute um Spenden bittest, dann hast du natürlich immer im Hinterkopf, dass das ein schweres Jahr war. Und dass auch die nähere Zukunft nicht ganz gewiss ist. Und man tut das fast ein bisschen schweren Herzens. Aber wir haben am Ende gesehen, die Deutschen haben ein so riesengroßes Herz und haben so viel Geld gespendet. Ich bin absolut fassungslos und richtig überwältigt. Du merkst, ich bin noch richtig drauf. Aber du hast dir jetzt ein Bierchen verdient. Ich begleite dich nach draußen. Ja, sehr gerne. Und wir verabschieden uns inzwischen schon mal von den Zuschauern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank fürs Mitspenden. Danke, Karen. Danke dir, Johannes.